sieht so das neue Trikot der Königsblauen aus. Das Portal Footy Headlines hat ein Jersey entworfen, nachdem erste Bilder im Netz auftauchten. Schalke wird ab der kommenden Saison mit Hersteller Umbro auflaufen. Zuvor war es 04 mit Adidas unterwegs. Der Champions League-Sieger präsentiert den Arbeitsanzug für die nächste Spielzeit, wie nicht anders zu erwarten, gehen Marcelo und Co. ganz in Weiß in die Saison 2018-19. Die hellblauen Streifen auf den Ärmeln aus der abgelaufenen Saison sind verschwunden. Bildquelle: realmadrid.com. Auswärts tritt Kapitän Sergio Ramos in einem schwarzen Trikot auf, das vor allem durch seine Schlichtheit auffällt. Quelle: realmadrid.com. Die Profis des FC Bayern München bereiten sich in der nächsten Saison offenbar in einer Kombination aus dunklem Blau mit orange-roten Elementen auf ihre Spiele vor. Bildquelle: footyheadlines.com. Ob das den FCB-Fans gefällt? Teile der Anhängerschaft hatten bereits das neue Auswärtstrikot kritisiert, weil es zu viel Blau enthalte, die Farbe des Stadtrivalen 1860 München. Spaniens Meister setzt auf das klassische Blau-Rot, die Streifen werden allerdings etwas schmaler als zuletzt. Bildquelle: für Barcelona.com. Das neue Trikot der Katalanen erfindet sich einmal mehr nicht unbedingt neu. Die Show, mit der Barça das Leibchen der Öffentlichkeit präsentierte, kann sich allerdings sehen lassen. Das neue Ausweichtrikot von Borussia Mönchengladbach hat einen Farbverlauf von dunklem Grün in Schwarz. Bildquelle: footyheadlines.com. Beim Heimtrikot setzt die Borussia vom Niederrhein in der kommenden Spielzeit auf einen Retro-Dress in Weiß mit grünen Akzenten. Bildquelle: footyheadlines.com. Sieht so das neue Champions League-Trikot von Borussia Dortmund aus? Bildquelle: footyheadlines.com. Ausgerechnet der angeblich wechselwillige Superstar Neymar präsentiert das neue Trikot von PSG. Die 18-19er-Version ist eine moderne Interpretation des klassischen Hechter-Designs des Clubs. Der rote Streifen in der Mitte ist an eine Amplitude angelehnt und soll eine Hommage an die eigenen Fans sein, die im heimischen Prinzenpark das Team lautstark anfeuern. Quelle: Twitter @Neymarcha. Ganz in Rot und in einem schlichten, wie klassischen Design wird der deutsche Rekordmeister aus München in die neue Saison gehen. Das Dress von Torhüter Manuel Neuer ist gekennzeichnet durch die schlichte Farbe und zahlreiche Querstreifen. Der nächste, bitte. Die Hamburger Morgenpost hat von einem Leser ein Foto zugeschickt bekommen, das dieser in einer Adidas-Filiale in Hamburgs Verkaufsmeile aufgenommen hat. Sieht so das neue Heim-Jersey des HSV aus. Borussia Dortmund hat das Heimtrikot für die Saison 2018-2019 vorgestellt. Bildquelle: bvb.de. Das Motto beim neuen BVB-Trikot lautet: Impuls der Stadt. Auffällig: die dunklen Akzente auf den Ärmeln sind nicht tiefschwarz, sondern etwas heller gehalten. Quelle: bvb.de. Vorstellen dürfen den neuen Dress Mittelfeldspieler Sebastian Rode sowie Maskottchen Emma. Bildquelle: bvb.de. Das Auswärtstrikot der Dortmunder wird offenbar schwarz mit einigen wenigen gelben Details sein. Bildquelle: footyheadlines.com. In Sinsheim setzt man in der neuen Saison auf einen cleanen Look. Bildquelle: footyheadlines.com. Zum 125-jährigen Jubiläum gibt es für die Stuttgarter ein traditionsreiches Trikot. Bildquelle: Twitter. Die Blues fügen dem klassisch blauen Trikot in der kommenden Spielzeit noch schmale weiße Querstreifen hinzu.
Bildquelle, footyheadlines.com. Auswärts laufen die Londoner in einem hellblauen Jersey auf. Bildquelle, footyheadlines.com. Das dritte Trikot des FC Chelsea ist knallgelb. Doch eher Kanarienvögel als Blues. Bildquelle, footyheadlines.com. Nach einem schlichten roten Dress wird es beim englischen Rekordmeister durch schwarze Querstreifen wieder etwas aufwendiger. Bildquelle, footyheadlines.com. Die Gunners verabschieden sich voraussichtlich von ihren weißen Ärmeln und laufen ganz in Rot auf. Bildquelle, footyheadlines.com. Auswärts spielen Pierre-Emerick Aubameyang und Co. ab dem Sommer in Mintgrün. Bildquelle, footyheadlines.com. Schlicht im eigenen Stadion, Gündogan und Co. laufen in der kommenden Spielzeit im klassischen Blau auf ohne großartige Schnörkel. Bildquelle, footyheadlines.com. Schick wird's bei Englands Meister, der in der Fremde bald in dunkelblau und weißen Nadelstreifen aufläuft. Bildquelle, footyheadlines.com. Weiß mit Farbverlauf heißt das Motto bei den Spurs, zumindest wenn sie vor heimischer Kulisse antreten. Bildquelle, footyheadlines.com. Auswärts setzt Tottenham auf ein dunkelblaues Trikot mit türkisfarbenen Akzenten auf den Ärmeln. Bildquelle, footyheadlines.com. Natürlich ganz in Rot spielt der FC Liverpool. Neu ist der schnieke Polokragen des Jerseys. Bildquelle, Twitter, das Auswärtstrikot der Reds erinnert beinahe an Trikotsünden der 1990er Jahre. Bildquelle, footyheadlines.com, das dritte Trikot von Liverpool ist lilafarben. Punkt. Bildquelle, footyheadlines.com, die Streifen auf dem neuen Dress sind deutlich breiter als auf dem der letzten Saison. Bildquelle, footyheadlines.com.